Die Schildkröte wandert unter den Überresten ihrer Artgenossen. Okay, ich schaue noch mal hier kurz rein. Wir haben Flares. Wie macht man Air-Kanister? Ist auch nicht schlecht. Ich finde das Inventar so super geil, wie das schön angerichtet ist. Oh, wir können auch die Kassettenrekorder anhören. Kassette 1. Was habe ich denn jetzt gemacht? Fette Party am Strand! Yeah! Oh! Oh, fette Party! Ihr seid nicht eingeladen! Okay, ich rüst mal hier eben. Und dann machen wir mal Party, wir beide hier. Komm her! Wow! Oh, der lebt ja noch. Der lebt immer noch. Wow, da kommt sein Kollege. Wow, da steht er wieder auf. Komm her. Okay. Da haben wir ihn einen Zahn ausgeschlagen. Komm her. Zack. Alter. Was geht denn ab hier? Wow. Bei Disco-Musik. Ist die jetzt, sind die jetzt beide tot? Holla, die Waldfee. Kann ich denn hier nochmal irgendwie was... Ja, da haben wir jetzt zwei Leichen am Strand liegen. Und keiner will es gewesen sein. Ich mach mal die Musik aus. Wie kann ich denn die Musik ausmachen? Ah. Muss doch irgendwie ausgehen, die Musik. Ja, offenbar. Puh, okay. Wir haben unseren ersten Kampf hinter uns, mitten in der Nacht natürlich, bei fetziger Disco-Musik. Holla, holla, jetzt habe ich aber ein bisschen zu schwitzen angefangen hier. Sehe ich da hinten schon wieder jemanden? Nö. Ja, was machen wir mit euch beiden jetzt? Wir können die aufnehmen. Und wieder abwerfen. Dem ist doch irgendwo ein Zahn rausgefallen, habe ich gesehen, Mensch. Ja, was mache ich jetzt mit euch? Ich lege euch mal hier rüber zu den Haien. Das wird unser Ablageplatz. Ja, da war jetzt doch ein kleines bisschen Action. Federn, Federn. Und jetzt könnte man auch wieder schlafen, oder? Ja. Schlafen wir jetzt noch oder warten wir einfach ab, bis es morgen wird? Ich brauche auf alle Fälle schon wieder was zu essen. Ja, das war noch gut, das Fleisch. Und wir haben genügend Blätter, 100 Blätter, die wir hier zum Nachfeuern nutzen können. Ich frage mich, ob ich hier die Axt nicht irgendwo...
Was haben wir hier? Batterien. Mit dir hier. Ah, jetzt können wir nämlich festlegen, wann was aufgerufen wird. Okay. Alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt hier die 1 drücke, dann wechsle ich auf die alte Axt, auf die gute Axt, besser gesagt. Die war jetzt gar nicht mal so schlecht, aber ich würde trotzdem noch gern einen Speer bauen. Und wir haben nochmal eine Kassette. Das ist jetzt die 5er, glaube ich. Das sind lauter Musikkassetten. Etwas rockiger. Was ist das denn hier? C. Ja, super. Können wir quasi abstellen. Jetzt müsste ich nur wieder schauen, dass ich irgendwie... Ja, irgendwie so geht's schon. Ja, wenn jetzt endlich mal die Sonne aufgehen würde, dann... Und da passiert's auch schon. Das heißt, wir können jetzt mit unserem wunderbaren Holzschlitten hier... Können wir uns zum Holzhacken aufmachen. Wie aufregend. Genauso habe ich mir das Abenteuerleben vorgestellt. Ist hier keiner mehr? Doch, hier sind noch welche. Die können wir auch direkt zurücktragen. Und wieso rennt er immer noch mit dem Feuerzeug rum? Ich verstehe es nicht. Oh, hier müssen wir wieder springen. Das war so klar. Aber hallo, jetzt schaut euch mal den schönen Steg an. Wir probieren mal, ob es mit dem Dock etwas einfacher geht. Wo war das denn? Dock. So, zum Beispiel. Nö. So. Wieso drehst du das dann immer? Jetzt, okay, so. Sieht doch auch ganz schmuck aus, aber das Problem ist, dass wir hier so Gaps drin haben. Die will ich eigentlich nicht. Wir nehmen doch das andere wieder. Kann ich dich wieder wegmachen? Das andere war irgendwie schöner. So, nicht runterfallen. Sieben Bäume waren es wieder, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier geht's zurück und rüber. Ein wunderschönes Gebilde, wenn ich das mal so sagen darf. Oh. Aber hallo, das ist jetzt mal ein dicker Baum hier. Ich höre schon wieder was rascheln. Ich hoffe, die beiden, die heute Nacht hier bei unserer Party mit dabei waren, dass die... die einzigen jetzt mal waren, die die nächste Zeit bei uns vorbeischauen. Wir sind schon wieder hungrig. Was müssen wir alles essen? Ja, der fällt etwas langsamer, der Baum. Es geht uns ja mittlerweile alles schon in Fleisch und Blut über.
So, wir müssen auf alle Fälle schauen, dass er in die andere Richtung fällt. Richtig, genau so muss es sein. Die ist irgendwie langsamer, die Axt, als die andere. Ich weiß nicht, ob die, ob es da jetzt schneller geht. Und ich hoffe, die ganzen Stämme hier, die bleiben so lange liegen, solange ich hier alles abholze. Da sieht man mal wieder, wie der Mensch Raubbau betreibt, sobald er irgendwo auftaucht. Aber wir wollen ja unseren Steg fertig machen. Huch, da ist die Axt wohl stecken geblieben. Ach, unsere Ausdauer. Ja, dann warten wir mal kurz. Da liegt auch noch einer. Zack. Ja, Wahnsinn, was war denn das jetzt hier in der Nacht? So habe ich mir das noch nicht vorgestellt. Ich dachte, wir hätten hier noch etwas Ruhe während der ersten Tage. Aber offenbar ist das nicht so. Wir brauchen 20 Baumstämme für den neuen Bereich. Aber jetzt einige, würde ich mal sagen. Schauen, wie viele hier drauf gehen. Fahren mal etwas zurück. Wir fahren mal etwas zurück, habe ich gesagt. oh Gott, die Steuerung. Gehen einige drauf auf den Wagen, das ist gut. Und jetzt gehen keine mehr drauf. So, einmal umkehren. Können wir sogar laufen. Ja, wunderbar. Ich sehe halt gar nichts, wo ich hinfahre. Wie schön hier, Mensch. Etwas schattig hier von den Bäumen und trotzdem am Meer. Könnte man es gar nicht schöner haben, würde ich mal sagen. Wenn wir dann den Zugang hier haben, dann lässt sich der auch um einiges leichter verteidigen. Jetzt hier unsere unser Strand hier. Weil am Strand können sie uns dann doch von allen Seiten angreifen. Und das ist halt doof. Hier liegen auf alle Fälle noch jede Menge Baumstämme herum. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir noch mehr Baumstämme in einer Ladung mitnehmen können. Aber dann wäre es wahrscheinlich komplett unrealistisch, ist jetzt schon. Ich meine, wer kann denn hier 15 so Baumstämme in so einem Schlitten ziehen, in so einem windigen? So, hier haben wir alle, oder? Am Strand liegen noch ein paar. Können wir nichts mehr abgeben. Dann schmeißen wir euch drauf. Ich hoffe, die fangen jetzt nicht an zu verrotten hier. Aber die sind jetzt eine Warnung für alle anderen. Wenn sie uns angreifen, dann wissen sie aber, was ihnen alles blüht. Musik und Tod, sage ich da nur.
Also die Ausdauer, ne, die ist ja auch relativ schlecht hier. Wir brauchen unbedingt noch was zu essen. Ich frage mich, ob je höher der Steg jetzt ist über Wasser, ob wir da auch mehr Holz brauchen dann. Oder ob das immer gleich bleibt. Haben wir denn noch irgendwo Fleisch? Wir haben noch zweimal Fleisch. Wir können auch so einen Ständer machen für Trockenfleisch, oder? Jep. Bauen wir auch mal hierher. Wenn hier schon so viel. Da können wir nämlich jetzt irgendwie, können wir doch was dranhängen, oder? Wenn ich das Fleisch hier dranhänge. Ich kann es nur kaputt hauen. Hä? Was habe ich denn jetzt getrunken? Ah, Mist. Alkohol habe ich zu mir genommen. Wir hauen mal eben hier. Zack. Mittlerweile sind wir schon einigermaßen geübt. Ich dachte, wir könnten hier jetzt irgendwie das Fleisch aufhängen. Jetzt geht's. Aber nur eins? Nö. Zwei. Aber nur die großen Stücke offenbar, die kleinen offenbar nicht. Wir gehen nochmal ins Wasser, damit wir uns abwaschen. Dann machen wir nochmal ein kleines Lagerfeuer. Und kochen das kleine Fleisch. Und während das schön vor sich hin kocht, bauen wir hier weiter. Ja, wunderbar. Wir sind ja schon auf halbem Weg zum Schiff. Da dauert es ja nur noch 3 Stunden, bis wir fertig sind. Was ist das denn hier? Wir müssten Verteidigungen aufbauen. Aha, aha, aha. Jetzt haben wir hier im Bestiarium, haben wir hier irgendwas? Skinny. Er ist schnell, aber sehr schwach. Wir brauchen eine schnelle Waffe dafür, wie eine kleine Axt oder ein Schwert. Aha. Ja. Oder eine dicke, große Axt. Wir könnten Stickholder, Lockholder. Ja, ja, nö. Passt schon. Weapon Rack. Für die Waffen. Das sind lauter Einrichtungsgegenstände. Wir bauen hier mal weiter. Wir müssen mehr in diese Richtung hier rüber. So. Zack. Oh, wir können das ja auch etwas breiter machen vielleicht. Okay, nochmal. Nochmal von vorn. Wenn wir hier jetzt einfach so in diese Richtung gehen. Zack. Das geht dann ja doch auch, oder? Würde ich sagen. Aber hallo. Ja. Schön. Sollen wir noch Musik anmachen? Während ich hier am Basteln bin. Vielleicht machen wir auch mal eine kleine Unternehmenstour. Schadet eventuell auch nicht. Und ich muss mich ja noch um das Essen kümmern. Wo ist denn das Essen? Das hilft ja gar nicht.
Das macht ja überhaupt nicht satt. Wo ist das zweite Fleisch? Ja, gar nicht, überhaupt nicht. Wir brauchen mehr Fleisch. Tut mir leid, Schildi. Wir brauchen dein Fleisch. Okay. Jetzt aber. Ich hoffe, das ist mal ein unerschöpflicher Vorrat an Fleisch, der hier immer rauskommt aus dem Meer. Alles ruhig soweit noch, das ist auch gut. Und jetzt brauchen wir noch, immer noch, hey. Ist ja unglaublich, wie viel Holz wir hier brauchen. Und der Schlitten hier, ne, der ist ja auch unglaublich umständlich. Ah, Mist, wir müssen warten, bis das Fleisch fertig ist. Jetzt sind wir aber ordentlich satt, Mensch. Kleine Fleisch hat gar nichts gebracht. Wir holzen hier den ganzen Wald ab, habe ich das Gefühl. Ich höre immer Geräusche. Immer höre ich, wenn ich hier hochgehe, höre ich immer was rascheln. Macht mich fertig. Oh, wir sind noch blutbefleckt. Das heißt, wir müssen kurz nochmal ins Wasser, damit wir keine Infektion bekommen. Ja, und dann warten wir vielleicht die Nacht noch ab, dann schlafen wir. Und war jetzt der ja, und dann schlafen wir eine Runde und am nächsten Morgen, denke ich mal, machen wir eine kleine Erkundungstour. Habe ich wieder in die falsche Richtung geschaut. Die kleinen Bäume geben offenbar genauso viel Holz wie die großen. Ah, meine Ausdauer ist schon wieder weg. Ja, da hat er einfach. Was ist denn jetzt los? Achso, die Ausdauer. Das war knapp. Da können wir jetzt wieder einiges an Baumstämmen mitnehmen. Wo ist denn unser Schlitten? Hier oben. Wow! Einer alleine oder mehr? Wow! Da war ja doch einer. Das sind ja schon wieder die gleichen. Oh Gott, oh Gott. Bleib liegen. Eieiei. Erstmal durchatmen. Offenbar hier wirklich nicht so sicher, wie ich dachte.
wenn es überhaupt einen sicheren Platz gibt hier auf der Insel, schreit er mich an, als ich gerade die Baumstämme trage. Es wird ja hier langsam aber sicher zu einem Massengrab hier. Überall liegen Leichen rum. Okay, aber gegen zwei können wir uns noch relativ gut verteidigen. Das passt soweit. Ich hoffe, das wären mal nicht mehr. Beziehungsweise wir können dann schon bessere Waffen machen. Ich verschwende natürlich auch relativ viel Zeit jetzt hier mit dieser blöden Brücke. Aber was sein muss, muss halt mal sein. Auf der anderen Seite, wenn wir alles hier abholzen, dann sehen wir die auch eher, wenn die kommen. Ist ja auch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ich würde gern auch, wäre halt cooler, wenn man die ganze Brücke irgendwie auf einmal bauen könnte. Ah, einer geht noch ab. Vielleicht wäre es auch gut, wenn wir jetzt nur immer die ganzen Baumstämme schlagen und in der Nacht dann irgendwie abtransportieren. Das würde vielleicht auch passen. Hier noch ein bisschen uns durchschlagen. Weil es schon wieder Nacht wird, ja. Mist. Wieso atmet er jetzt denn so schwer? Dann haben wir die Bäume alle noch um und in der Nacht sammeln wir die noch ein. Oh, und jetzt wird schon Nacht. Mist. Na, 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 jetzt. Schwarze Bären sehe ich gerade, die sind natürlich giftig, wie wir dank unserem Überlebenshandbuch wissen. Hau hin, mach! Ein Baum geht noch ganz fix. Oh, oh, oh. Ach ja, die Ausdauer, ne? Die macht einem relativ zu schaffen hier. Ein bisschen Holz hacken kann auch nicht so schwer sein. So, jetzt sammeln wir hier mal ein. Machen unser Feuerzeug an. Zack. Schmeißen die... Wow, da fliegt wieder ein Balken hier rum. Schmeißen die alle mal hierher. Holen unseren Wagen. Oh, und wenn wir mit dem Wagen fahren, dann haben wir kein Feuer mehr. Da fliegen die Bäume rum. So, nicht ins Wasser. Können wir bestimmt jetzt noch mal eine kleine Oberfläche bauen. Die
den jetzt hier Balken. Okay. So, dann bauen wir hier nochmal was. Oh, da brauchen wir noch einen. Irgendwo. Fertig ist er.